Ja, liebe Eltern, heute geht es im Rahmen der Unfallprävention ums Fahrradfahren. Fahrradfahren ist so viel besser wie dieser ständige Mama- und Papa-Taxi, die Kinder überall irgendwo hinfahren. Das ist ganz klar. Trotzdem ist natürlich das Fahrrad mit die Hauptursache für uns als Kinderchirurgen. Und die Zahlen sind eindeutig. Die schweren Schädel-Hirntrauma entstehen fast alle ohne Helm. Und eine Reduktion dieses Risikos durch den Helm ist so eindeutig belegt, dass es eigentlich zum Helm keine Alternative gibt. Und auch da gilt, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Ja, und wenn es doch passiert sein sollte, dass Ihr Kind heulend mit einem aufgeschürften Unterarm zu Ihnen kommt, ist natürlich Ihre erste Aufgabe als Eltern, die Kinder zu trösten, die Wunde natürlich ernst zu nehmen. Die Wunde selber würde ich gar nicht groß reinigen oder waschen oder sonst wie. Also bei meinen Kindern nehme ich immer so ein Alkoholspray, gibt es in jeder Apotheke zu kaufen, und sprühe das drauf. Das brennt ein bisschen, ja, aber ich sage den Kindern immer, den Bakterien da drauf, denen brennt es noch viel mehr. Und da sind sie auch zufrieden, und dann kann man ja einen sterilen Verband oder ein Pflaster oder einfach auch offen lassen. Diese oberflächlichen Wunden bei Kindern heilen eigentlich sehr, sehr rasch und sehr, sehr schnell. Dass gegen Wundstarrkrampf geimpft sein sollte, versteht sich ja wohl von selbst. Und mit diesen Verhaltensregeln können Sie eigentlich in einen problemlosen und hoffentlich unfallfreien Fahrradsommer starten mit Ihren Kindern.